Hi Guys, jetzt habe ich letztendlich meine Chart-Software hier installiert. Jetzt kann ich auch ein vernünftiges Video machen mit ja, über die Norilsk Nickel. Leider gibt es die nicht als ADR hier auf dem DEGIRO. Ich habe da den Sparplan auf Trade by Public, aber jetzt einfach mal für die Zwecke der Darstellung, was ich hier nicht ganz kurz zeigen wollte. Die Benchmark. Nein, wollte ich nicht. Ich wollte den Indicator, den Moving Indicator, Moving Average. Und nicht den 50er. Wir sehen das Ganze eher als langfristig mal, den 200er. Und, zack. Und beim 200er sehen wir eben ganz gut, dass wir jetzt sozusagen die letzten, ja, sagen wir mal, seit Dezember, seit eben auch so sozusagen der Aufstieg wieder war aus dem vorjährigen Rohstofflow mit allen Krisen und drum und dran, letztendlich immer ja so über gut über der teilweise bis zu 20% über teilweise bis zu 30% fast über die 200, über der 200-Tageslinie rumgetänzelt sind und jetzt mal wieder unten auf dieser eben ankommen und meiner Meinung nach dann auch mal wahrscheinlich wieder abstoßen und sozusagen hier weiter mehr oder weniger seitwärts leicht tendenziell aufwärts laufen werden. Das ist sozusagen meine Prognose, persönliche Prognose, da vieles, also von die Rohstoffe, sagen wir mal, noch eine Zeit lang dieser ganze ja, Rohstoffanstieg in der Nachfrage, bedingt durch die ganzen, durch Elektromobilität und so weiter, auch in anderen Bereichen, in der Elektronik und so weiter, Energiewende, und so weiter, Solarzellen, alles hier noch weiter ansteigt. Also ich sehe überhaupt gar keinen Grund, jetzt nicht in den Sparplan anzufangen. Zudem gibt es hier eine fette Rendite, Dividendenrendite von fast 9% und so gesehen. Ja, also es ist einfach super. Und nur ganz kurz als Benchmark hier noch die Gazprom. Mal sehen, ob das funktioniert. Das ist jetzt sozusagen eine Benchmark. Wir sehen hier also letztendlich den Trend ganz ähnlich. Das ist jetzt auf 5 Jahre. Wir machen das Ganze mal wieder zurück auf 3 Jahre. Damit es ein bisschen von der Magnitude her ein bisschen deutlicher wird. Ist im Grunde ja die Nickel besser gelaufen. Ja, und letztendlich. Wenn wir hier mal jetzt200er bezieht sich auf die Benchmark, dann sehen wir, dass letztendlich bei Gazprom wir unter der 200er sind als Benchmark, im Benchmark-Vergleich. Bei Nickel über. Das heißt, eigentlich ist Nickel sozusagen ja eine bullischere Aktie wie die Gazprom auf die letzten 3 Jahre bezogen. Und insofern ja, denke ich mal, also bin ich mit der Entscheidung ganz zufrieden. Ihr könnt mir eure Meinung unter die Kommentare reinhauen. Dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis dann. Tschüss.